Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Hauptfachprojekt. Na, wer hat's gemerkt? Oh, dabei Mann, sind wieder der Werner, der Ansgar, der Randy. Und ja, wir hatten beim letzten Mal ein interessantes Thema. Und der Ansgar hat noch ein Thema für diese Folge, hoffe ich. Ja, habe ich das? Hast du nicht irgendwie gesagt, du hast auch ein ganz interessantes Thema mitgebracht, ich hab Ansgar? Ich habe den Skript hier und im Skript steht Ansgar hat ein Thema. Ja, das steht bei mir auch. Ja, du hast es auf jeden Fall vor der Aufnahme gesagt, du hast eine lustige Geschichte im Gepäck. Ja, ich weiß, die erste Geschichte war nicht lustig. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da genau meinte. Die eine Geschichte hast du erzählt, die war nicht gewesen, oder? Genau, die erste wird es wohl nicht gewesen sein, weil die war nicht lustig. Nee, die war nicht lustig. Das war drauf, das mit da irgendwas? Doch, vielleicht war das das. War da irgendwas mit Pizza vielleicht? Nee, das war nicht. Okay. Pizza? Wo fliegen sie denn hin? Treibstoff ablassen! Ja. Verstehe ich nicht. Ja, musst du auch nicht verstehen. Das kennen nur die Ultra-Hardcore-Fans von Auf Streife sind. Das wird bei mir nie der Fall sein. Entschuldigung. Gott. Das ist der Oregano-Opa wieder gewesen, glaube ich. Das ist richtig. Das ist richtig. Wohin fliegen Sie? Treibstoff ablassen. Wer sind Sie denn? Scheiße. Ich bin ich. Der Willi. Ach, schön. Ich finde das toll. Also, liebe Brainpool oder Filmpool oder sowas, wenn ihr einen Darsteller als Cop sucht und einen Influencer sucht, habt ihr noch nie gehabt. Meldet Influencer euch. Ich komm nur extra nach Berlin. Das ist kein Problem. Ohne Witz, ich würde da ohne mehr eine Folge. Ja, 150 Euro, ne? Ist Auslagenerstattung für so ein Dreh. Das würde ich so kostenlos machen. Die sollen mir, weißt du, die Zufahrt bezahlen, weißt du? Dann drehe ich da kurz hier, keine Ahnung, Polizist Olaf Klaus, weißt du? Und dann leider lasse ich solche Dinge ab wie, ja, ich habe die Leitstelle informiert. Du musst dir aber auch hier unter der Nase dann so ein Ding wachsen lassen, ne? Ich möchte das jetzt nicht sagen wegen Werbefreundlichkeit, aber. Ein Mustache. Das darf man nicht sagen? Mustache. Ja, das hat ja noch einen anderen, einen Balken. Ach so, so. Ja. Okay. Ganz kurz, Werner, bin ich hier auf dem richtigen Trip in Richtung Tierhändler? Was? Wo bist denn du? Ja, du bist in die richtige Richtung gefahren. Ja, das ist richtig. Ganz unten links. Ganz ich kenne die Strecke, das ist mittlerweile auswendig. Okay. Ja, dann warte ich auf den. Nee, die Zeit haben wir nicht. Ja, ich finde das schön, dass es innerhalb des Teams bei uns gar keine Absprache mehr braucht, sondern dass sie einfach jeder weiß, was zu tun ist. Das ist bei uns auch so. Wir haben ja einen 5-Jahres-Plan. Das hat mir der Randy so beigebracht, dass man es so haben muss. Okay. Wer hatte noch mal so ein... Ja, der Randy. Denk doch mal nach. Das war ein 4-Jahres-Plan, ne? Oh, diese Streber wieder, weißt du? Die Geschichte auswendig gelernt haben. Nee, es war ein 5-Jahres-Plan. War immer so, bitte. Das war geraten. Das war geraten. Ja. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Wie man jetzt im Nachhinein weiß. Also, warst du noch aufs Klo oder? Soll ich da? Was? Ja, das war wenn du ein Scheißhaus bestellt hast und im Plan stand, es kommt in 4 Jahren, dann gehst du auf den Hof kacken. Das ist halt so. Der 4-Jahres-Plan war ein paar Jahre vorher, wusste ich's doch. Steckst Toilette rein und sagst, der Igel ist da. DDR. Aber das könnt ihr ja mal googeln zu Hause. Oh. Also, mein Trabant wird heute noch, ja. Ist immer noch nicht gekommen. Der ist immer noch nicht gekommen, der Pappe. Nee. Der Erich. Der Bobbe. Wie heißt das? Pappe. Trabant. Rennpappe. Willst du noch mal deinen Begriff zum Toilettenpapier äußern? Dachpappe. Kackpappe, ja. Kackpappe, okay, ja, das war's, genau. Kackpappe. Hab keine Kackpappe mehr drin. Ne, doch, habe ich schon. Oh, Hemo. Oh, Himmel. Ja, ich habe auch Kritik an dem, wie sagt man, Dialekt? Nee, es ist. Ja, doch, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, die Sächsisch kann man sich nicht geben. Ja, und das soll das die, oder irgendwie, oder soll die Schnauze halten? Ja. Ich glaube, das war dann auch ein bisschen negativer, ja, mein ein oder anderen Kommentar. Ob ich das hinbekomme, deine Stimme dann. Mir geht es ja nur um Klicks hier in diesem Projekt. Deswegen habe ich schon überlegt, deine Stimme einfach auszublenden, wenn du redest. Das wäre ja dann auch. Boah, ist aber eine wahnsinnige Arbeit, ne? Ja, aber für Klicks? Ja, gut. Ich meine, und irgendein Kommentar war irgendwie auch noch so da, gerade bezüglich des Dialekts, das war dann irgendwie so, ja, ich kann den irgendwie so von Grund auf nicht ab. Der lässt immer so das Sächsische übelst raushängen. Ich habe selber Freunde in Sachsen und keiner ist so drauf wie der. Da habe ich mir so gedacht, wenn das wirklich so wäre, wie es wäre, ne, dann wird er ja wissen, wenn er aus Braunschweig, Erzgebirge, Dresden und Co. Kommen würde, dann würde er ja wissen, wie sich wirklich Hardcore-Sächsisch anhört. Und das, was ich quatsche, ist ja Grenzregion-Sächsisch. Aber trotzdem muss ja die Frage erlaubt sein, du kannst ja perfekt Hochdeutsch sprechen. Nein, kann ich nicht. Warum nicht?
weil ich das in dem Sinne nie in Anführungsstrichen gelernt habe. Weil in der Familie quatscht man halt so, wie man in der Region quatscht. Schule lag ja in den gleichen Bezirk im Endeffekt. Das Ähnliche, also wenn man sich so meine ersten Videos so auf YouTube anguckt, wie ich da noch gequatscht habe und wie ich jetzt so mittlerweile quatsche, ist das schon weniger geworden. Nach dem Umzug wird es wieder mehr, weil das wieder tiefer in Sachsen drin ist und auch auf dem Dorf, da quatschen halt einfach alle noch so, wie sie halt quatschen. Ich finde das halt einfach herrlich. Und da wird das dann, denke ich mal, vielleicht auch wieder ein bisschen besser werden. Aber jetzt so zum Beispiel mit Gesprächen, also wo ich viel mit Tino noch zu tun hatte, der kommt ja nur aus der Mitte von Thüringen, da ist das nun gar nicht mehr so großartig vertreten. Man hört es zwar immer noch, dass es Osten ist, aber dann wird das ja, geht das schon alles wieder so mehr in die Richtung Hochdeutsch. Aber halt so wirklich, wenn du dich jetzt wirklich mit Ehen, mit einer etwas älteren Herrschaften, wirklich so im Erzgebirgskreis oder bei Dresden, so dem umgebenden Dörfern da unterhalten tust, dann hast du wirklich, also da bin ich so vom Dialekt her ein Scheißdreck dagegen. Ja, das ist dann wirklich, das ist noch eine komplett andere Schiene. Ne? Das finde ich übrigens sehr interessant. Ich habe mir das Projekt, dessen Namen mir entfallen ist, mit Carvon und Werner angeschaut. Und ihr kommt ja beide aus Österreich, ne? Gott. Ja. Aber Carvon hat einen wesentlich österreichischen Akzent als ich wollte du. Du redest total Hochdeutsch. Wie kommt das? Oder anders, weil ich gerade oh Gott sagte und dann wird ich sagen, oh Gardehol, den Carvo nicht leiden, da sagt er schon oh Gott, wenn er kam. Nein, sowas nicht gemeint. Ich habe gerade so im Bild gehabt, so zwei Österreicher. Drei waren wir, ja, okay, geht weiter. Muss abgeladen werden, ich habe nur 2% drin. Sonst ja, mach ich. Weiter. Das fände ich mal interessant, weil ich hatte die Julia, die hat ja mal, also das ist ja eine Bayerin, und da war ja mal die Überlegung, dass man ein Projekt von den bayerischen LS-Spielern, die alle dann so bayerische Höfe haben und dann so bayerisch reden. Für Österreich wird das auch passen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, das dann ach wirklich nee, im Dialekt zu machen? Also Dialekt das, in Anführungszeichen oder so. Das Problem ist, dass mein Dialekt ganz ein anderer wäre als wie der von Carvon. Ja, aber das macht es immer gerade interessant. Da reden zwei Leute also die ganze Zeit. Wir verstehen uns überhaupt nicht, wenn wir beide reden. Also wirklich gar nicht. Das ist oder wie bayerisch ist kein und Hochdeutsch. Ja, dann leg mal los. Dann den Rest nee. Der Folge sprichst du jetzt doch. Nein, das mache ich nicht. Aber wieso kannst du denn Hochdeutsch denn? Überhaupt? Nein, also, Moment, warum nicht? Warum nicht? Weil einfach dich keiner versteht. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt ein Video gucken würde von einem Polen, der was in seiner Muttersprache redet. Du verstehst ihn nicht. Ja, aber das haben die Schweizer auch gesagt, ich hab's ja auch verstanden. Also, aber, gut, mit Handicap wahrscheinlich. Aber ich kann das sogar von Werner indirekt verstehen, weil wir haben ja unsere Troubletown-Crew ja auch in, da kommt aus Daudau, der kommt ja aus der Steiermark. Oh, ja. Und der kann, also der versucht's, aber er schafft's halt. Er kann einfach nicht. Ja, er kann wirklich so, also wirklich so dieses Hochdeutsch oder Allgemeindeutsch kann er nicht wirklich gut, ja. Und er versucht's zwar immer, aber er ist halt immer in dieser Steiermark, in diesem Dialekt drin. Und du verstehst wirklich, selbst wenn du musst dich wirklich richtig anstrengen, um ihn zu verstehen. Weil da ist manchmal ein Kauderwelsch drin, das ist Wahnsinn. Ne, das ist wirklich Wahnsinn. Jojo Mael, was? Weißt du, so, denke, du ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wie man sich davon so gestört fühlen kann, dass man dann so einen Kommentar verfassen muss. Ja, das gibt ja alle möglichen Gründe für Kommentare. Ich wollte gerade sagen, die Dialekte sterben ja sowieso immer mehr aus. Und gerade die Städtler oder halt von mir aus auch dann die Jugendlichen, wirklich jugendliche Städtler oder Kinderstädtler, die kennen das halt schon gar nicht mehr. Die kennen es halt nur noch so Hochdeutsch. Wenn sie dann sowas hören, dann finden sie das halt nervig, affisch oder whatever. Die wissen ja gar nicht, was das Dialekt da eigentlich was Gutes ist, was Vielfalt ist. Aber aber war ja schon immer so. Bei mir gab es ja immer wieder Leute, ach, das kannst du dir nicht antun, ist das ein hässlicher Dialekt und absolut unsexy, weißt du, oder was sonst was. Genauso wie mir dann aufgrund nur meines Kanalnamens vorgeworfen wird, ich sei extrem links oder extrem rechts oder sonst was, weißt du. Da scheiße ich ja mittlerweile drauf. Das hat mich damals vielleicht noch gejuckt, aber mittlerweile, also ich wurde immer als Kommunist bezeichnet und immer als Neonazi, wo ich mir denke, alles klar, entscheidet euch mal bitte, das geht nicht, ne. Aber von daher ist mir das auch so relativ egal. Sollen sie es halt schreiben, werden sie geblockt und dann hat sich die Sache. Also ich jetzt außer jetzt solche Kommentare wie, ich kann mir den nicht anhören und der ist so abgehoben oder blibbel, was jetzt bei dir unten drunter stand, würde ich jetzt ohne schlöschen, ne? Würde ich halt drinnen stehen lassen oder nicht blocken, ne? Würde ich halt drunter stehen lassen, die Community reguliert das schon selber und fertig aus, ne? Aber dass sich das so extrem stört, verstehe ich nicht. Also ich bekomme auch solche Kommentare, aber das prallt einfach komplett bei mir ab. Also ich würde es an niemanden blocken, weißt du?
Nee, ne, stören tut es mich halt auch nicht. Das Ding ist halt immer nur, ich tue den Leuten dann ja selber einen Gefallen. Also wenn ich jemanden blocke, tue ich den Kommentarschreiber ja selber einen Gefallen. Ich hatte schon wirklich einen gehabt, der hat wirklich 20 Kommentare ineinander geschrieben. Hässlich, doof, fett, Bossi, ja, Nazi. Okay. Weißt du, dann blocke ich den, oder jeden Tag ein oder zwei Kommentare in die gleiche Richtung gehen. Dann blocke ich den lieber, da kann er zwar schreiben, aber es wird nicht mehr angezeigt. Und ich habe diesen Kommentar-Administrator-Aufwand einfach nicht mehr. Und selbst Leute, die schreiben, ich finde dich unsympathisch, du bist dumm oder sonst was. Ja, die blocke ich halt, weil er mag mich ja eh nicht, also soll er mich auch nicht gucken, also soll er auch bitte nicht kommentieren in dem Fall. Oder nicht weiter kommentieren und den anderen Leuten im Kommentarbereich nerven. Das ist ja so meine Intention. Angegriffen fühle ich mich da schon lange nicht mehr. Wenn die Leute schreiben, du bist fett. Ja, weiß ich. Du bist hässlich. Ah, weiß ich. Du bist rechts. Nee, eigentlich nicht, aber passt schon, danke. Aber, ja, weißt du, so, dann soll's halt, sollen sie halt so drüber denken, ich lach mich darüber nur tot. Oder was ich lach mich tot, ich nehm's halt zur Kenntnis, genauso wie im Stream jetzt hier, Dezember, Januar, alle Spenden gehen halt in den Umzug. Er geht doch arbeiten! Ne, wo ich mir denke, ha, lass einen Euro da, passt schon. Weißt du, also. Das finde ich, verstehe ich. Irgendwo, also, dass du das so reagierst. Ich habe das bei mir beobachtet. Also, ich schaffe es ja nicht wirklich jeden Tag jedes Kommentar zu lesen. Ich lese immer so ein paar Tagen alle Kommentare durch. Aber es gibt mittlerweile auf meinem Kanal zumindest so die Intention von den anderen, von den Leuten, die das gerne gucken, die Leute zu attackieren, die irgendwas Negatives sagen. Das hat sich, ja, das weiß nicht warum. Ich verstehe das nicht. Viele verteidigen aber auch, muss man allerdings auch völlig Man kann wirklich alles sachlich besprechen, weißt du? Ich brauche jetzt nicht irgendwelche Kraftausdrücke, damit ich meine Aussage ein bisschen mehr Pfeffer verleihe, weißt du? Muss ich jetzt aber noch nicht haben. Da funktioniert ja diese Selbstreinigung auch ganz gut, dieses Downvote-System, dass die Kommentare dann einer gewissen Zeit dann auch ausblendet und die einfach nicht mehr stattfinden. Im Wesentlichen sind das ja Leute, die so eine Kommentare schreiben, die in irgendeiner Form Aufmerksamkeit wollen. Das ist immer so. Da kannst du mir sagen, was du willst. Also wer so eine Kommentare verfasst, der möchte in irgendeiner Form Aufmerksamkeit. Und wenn du die nicht schenkst und mea culpa, ich tue das zu häufig. Wenn du das nicht tust, das hört von ganz alleine wieder auf. Ich kenne das aus der Betreuung von YouTubern. Es gibt YouTuber, die auf solche Kommentare dadurch reagieren, dass die da in jedem Video drauf ansprechen und so. Erstens haben die irgendwann ganz schnell keinen Bock mehr auf YouTube. Und zweitens hören die interessanterweise die Kommentare dann nicht auf, sondern werden mehr. Ne? So ein bisschen wie an der Supermarktkasse quengeln. Der kleine Steppke will die Kaugummis haben. Sobald du das einmal gemacht hast, weiß das Steppke genau jedes Mal, wenn ich jetzt an der Supermarktkasse quengel, gibt es die Kaugummis. Und ich kann also jetzt nur so von meiner Warte aus empfehlen, und das ist auch meine professionelle Meinung dazu sozusagen, sowas muss man ignorieren. Zum einen gibt es die Community-Funktion, die voten das runter, der Kommentar ist eh nicht sichtbar. Wir sehen den eher, als dass irgendein anderer Zuschauer den sieht. Also wenn man sich darüber aufregt zum Beispiel, das lesen ja jetzt auch andere. Nee, in der Regel ist der so weit unten, weil die eigenen Leute einfach einen Daumen nach unten drücken, dann ist er eh nicht mehr zu sehen. Und zum anderen, jede Form der Aufmerksamkeit bringt da nichts. Und dann muss ich aber auch eine Sache sagen, wer wirklich, und dann bin ich bei Randy, wer wirklich in meinem Kanal, in meinem Wohnzimmer zu Gast ist, mit mir Videos schaut sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen überheblich und abgehoben, aber wer da auf den Teppich kackt, den verweise ich des Hauses. Ja, also wenn da jemand wiederholt, immer irgendwie, ich hatte das jetzt zum Beispiel bei Factorio, das habe ich lange nicht mehr gespielt, 2 Jahre nicht mehr gespielt, und da muss man erstmal wieder reinkommen, weil es ist auch viel komplexer geworden, und habe mich da zugegeben dämlich angestellt. Es gab jemanden, der musste in jeder Folge nicht nur schreiben, was ich besser machen konnte, sondern noch hinzufügen, mein lustiger Schimpfwortkalender, Abreißkalender, heute random Schimpfwort Nummer irgendwas, und das bei jedem Video 2-3 Mal, dann entferne ich das auch, weil das ist eine Bühne, die soll er nicht haben. Und dann, erstaunlicherweise hat es danach sofort aufgehört, als er auch mal gemerkt hat, da bringt ja sowieso nichts, wenn ich das mache. Also, ne? Also, ja, gut. Da bin ich ein bisschen bei Randy, weil du willst ja auch nicht, ne? Wie gesagt, das ist so ein bisschen, ist ja auch, du hast ganz viele Gäste in deinem Kanal, die sollen sich wohlfühlen, und da ist einer, der sprengt die Party, das muss nicht sein. Also, weiß ich nicht. Da geht's nicht um mich, da geht's um das Gesamtbild der Veranstaltung sozusagen, finde ich irgendwie. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich finde manchmal so ein Hurensohn in den Kommentaren oder so einfach auch mal erfrischend. Ich finde es manchmal auch ein bisschen lustig. Bringt einen auch einfach mal wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. Gibt ja auch viele Leute, die sagen immer, cooles Video und so, und das freut einen ja auch, aber dann gibt es manchmal Leute, die sind ein bisschen unverschämt, und dann ist das, finde ich, das gehört einfach auch mit dazu. Ich weiß noch, bei Hurensohn muss man dann schreiben, hör auf, Papa, jetzt schreib nicht dauernd Kommentare, oder wie war die Antwort nochmal, die richtige?
Weiß ich nicht. Ich finde das. Ich finde allgemein das Zitat, das muss ich mir echt speichern und einrahmen. Ich finde einen Hurensohn sehr erfrischend. Ja, irgendwo das hat er recht einfach Ansgar. Dazu. Ja, ich weiß, ist, also ich weiß ja, wie du es meinst, aber ich, das ist ein gutes lese Zitat. Das, ich finde das auch ein bisschen lustig dann manchmal. Oder manchmal habe ich auch tatsächlich einen Fehler gemacht und dann regen die, sich manche Leute manchmal ein bisschen. Falscher Hof, sorry. Regen sich manche Leute ein bisschen mehr auf, als das nötig ist, aber das ist auch okay. Ich würde mich als Zuschauer auch aufregen, glaube ich, wenn ich ein Video sehen würde, in dem derjenige YouTuber das einfach so gar nicht hinbekommt. Das kommt bei mir manchmal vor und dann finde ich es okay, dass man dann mal ein bisschen härter wird. Wenn es gibt natürlich Leute, die schreiben, da hatte ich letztens auch, das, was der Gardero gerade erklärt hat, da gibt es Leute, die schreiben, die machen sich wirklich die Mühe, gucken 15 Videos und schreiben immer wieder auf, das hast du Spaß falsch gemacht. Also natürlich irgendwie, dann finde ich es einfach nur noch lustig, aber wenn man wirklich mal kurz und knackig auch vielleicht ein bisschen schärfer schreibt, was einen gestört hat, finde ich das okay. Und dann erkläre ich das und dann sagen die Leute, ja, hast recht. Und dann ist so. Und aber ich glaube, das, was Renny und ich meinen, ist so, es gibt Kommentare, okay, geschenkt. Da denkt man sich, oh, kleiner Spaß, halt die Fresse. Aber es gibt Kommentare, da kommen für mich irgendwie so Vibrations rüber. Ich weiß nicht, ob ich das so, so die Art, ja, wie das dann geschrieben ist, da merkst du wirklich, das ist nicht nur ja. böse. Das ist richtig, so, das ist richtig, ja. gehässig. Und ja, da genau. reicht es dann irgendwann. Und da geht es auch nicht darum, dass ich mich dann angepisst fühle, sozusagen. Ja gut, tue ich auch. Zu gewissen Teilen, da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Aber dann geht es auch um die Gesamtatmosphäre, die dann gestört ist. Und ich weiß nicht, also das mag ich nicht. Das ist immer dieses Gekauft-Argument bei mir. Das ist genau das, da wissen einige Leute auch genau, dass sie einen damit auf die Palme bringen können und dann, das ist genau das, was ihr meint, wenn die Leute schreiben, ja, wie viel hast du denn dafür bekommen oder so, ja, das, ja, ist genau. Na gut, genau aber das. Wir hatten ja jetzt darüber gesprochen, dass du deine Produktplatzierung einfach besser kennzeichnen musst. Ja. Ich hoffe, dass du es in Zukunft auch tust. Ja. So, Ironie. Ach nee, das ist deine Aufgabe. Ironie, weil ich habe gar keine Produktplatzierung. Noch überhaupt gar keine, keine einzige, ne? Doch, 2015 oder 2016 habe ich der für... PC, ne? Übers, was? Der PC. Nee, ja gut, ja. Wenn man das will, dann das war auch eine, aber da habe ich ja keine finanziellen Zuwendungen bekommen, aber genau, das war eine und dann habe ich übers Netzwerk für 40 Euro, glaube ich, eine Werbekampagne, nee, es waren 30 Euro, glaube ich, zu Travian Kingdoms oder so gemacht. Ist auch schon ein paar Jahre her. Das war die erste. Nee, das war nicht die erste. Davor war Turkish Airlines. Das ist aber noch, das war 2013, glaube ich, oder so. Die, apropos in den Urlaub fliegen. Wir sind auch durch. Ja, wir sind durch. Die Zeit ist verflogen. Kann man in einer Hand abzählen, wollte ich damit sagen. Ja, wer war denn dran? Du warst dran, ne? Genau. Ja, dann sagen wir danke fürs Zuschauen. Gebt gerne bei den Kollegen einen Daumen hoch oder hier und schreibt Kommentare, nette, freundliche Kommentare. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt das gerne auch beim Ansgar in die Kommentare rein. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Tschüss.